Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe mich heute mal dazu entschlossen, ein Schminkabchen-Video zu drehen. Ihr wisst ja, dass ich jetzt mittlerweile Schminkabchen jetzt spontan drehen möchte. Wenn ich es mache, also wenn ich wechsle, dann zeige ich euch direkt, was gewechselt wurde. Ja, ich bin auch heute ohne Brille da, denn ich habe es mal abgezogen, weil das Licht blendet hier sowas von rein und die Kamera wirkt dann ein bisschen dunkel. Ja, es ist mir schon in der letzten Zeit aufgefallen. Ich hoffe aber, dass das Licht einigermaßen ja okay ist. Ich bin auch heute geschminkt und damit ihr auch ein bisschen seht, was ich so geschminkt habe und so, dachte ich, lass mal ab so lange und ja, ich zeige jetzt einfach mal, was ich so alles habe. Ich wünsche euch viel Spaß und wir legen los mit den Lidschatten, würde ich erstmal sagen. Bis gleich. So, ich habe jetzt ein paar Lidschatten rausgesucht bzw. Paletten und zwar hier in dieser Schildkiste. Das ist eine inspirierte inspiriertes Anfix-Produkt von einer lieben YouTuberin, die ich ganz gerne auch gucke. Und sie macht zurzeit im Moment keine Videos aufgrund familiären Umständen. Ne? Der eine oder andere weiß bestimmt, wer es ist und was sie hat. Und ne? Und ja, und sie macht dann später wieder Videos, wenn alles soweit in den richtigen Bahnen läuft. Und auf jeden Fall hatte sie immer in den Videohintergrund so eine ähnliche Aufbewahrung. Und ich habe überall gesucht, Leute. Überall. Schon seit mehreren Monaten und ne, seitdem ich sie kennengelernt habe. Ne, nicht im wirklichen Leben, sondern seitdem ich sie sehe, suche ich schon danach. Und ich habe es ja bei meinem Großhandel hier in der Nähe gefunden und ja, ich war wunschlos glücklich. Und ja, das zeige ich euch jetzt einfach mal, was ich an Paletten habe. Gehe ich einfach mal ganz schnell durch. Einmal von Manhattan das Trio. Da ist jetzt nur noch das Silber und das Schwarz noch richtig vorhanden. Dann aus einer LE, aus der Cheek & Tweet LE, die Farbe oder Nummer London Eye. Genau, das ist ja diese gebackene Geschichte. Dann von La Cura Beauty die Nummer 33 for Dark Eyes von Aldi. So rosé, grau und einen cremigen Highlighter mit dabei. Dann ein Quad von Revitaloop Young. Das ist die Color Palette in der Farbe Lost in Paradise. So sehen die Farben aus. Dann meine Art Deco Palette mit diesen Farben hier. Dann die Absolute Bright Palette. Ich werde aus dieser Reihe auch die Absolute Rose Palette kaufen. Ich habe sie letztens das erste Mal, glaube ich, gesehen. Bin mir aber jetzt nicht 100% sicher, ob es die Rose Palette schon früher gab bei den DMs, weil manche DMs haben ja manche Produkte nicht. Aber ich meine, die habe ich noch nie da wirklich gesehen und werde sie mir auch zulegen. Aber wie gesagt, das ist die Absolute Bright Palette. Das ist eher so eine Highlighter-Palette und Blendeton-Palette. So, dann habe ich hier eine Depotete-Palette. Da habe ich Catrice Lidschatten drin. Zum einen Fancy A Coppity. Zeige ich euch ganz schnell. Nice Eyes Baby. P2 Just a Wish Away. Ein Duo von Bijou. Ein grünes in der Nummer 99.
aus einer P2 LE, ich glaube, das ist die Be My Lights LE, ist die Farbe Lucid. Von Manhattan Crazy Little Thing, ein Grün. Von MNY ein Gelbgrün. Nummer 729 ist aber ja nicht vorhanden. Dann von Catrice das Talk Like an Ägypten, so ein Gold. Dann Blues Almighty, blau, von Catrice. Von BL ein Lidschatten hellbraun. Von Catrice der Paul McCartney. Leute, holt euch den Paul McCartney nicht. Ich finde ihn schrecklich. Der ist sehr, sehr, sehr krümelig. Der macht nicht so einen schönen Highlighter-Effekt auf dem Auge. Ja, und sobald man den irgendwie berührt mit dem Pinsel, ist der sehr, 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 sehr bröckelig. Und ja, kein schöner Auftrag. Wenn der alle geht, werde ich den mir nicht nachkaufen, weil ich andere schöne Schimmertöne habe. Und einmal der Oops, Nude Did It Again. Genau. Das ist dann dieser hier. Und da werde ich das jetzt hier schön wieder reinlegen. So. Und das waren meine Lidschatten. So, dann geht es schnell weiter mit einer Aufbewahrung, wo ich Highlighter und Blushes reingelegt habe und Bronzer und eine Concealer-Palette und ein Cream Blush. Damit fangen wir auch an. Das ist ein Cream Blush in der Farbe Cinderella Drama. Ich wollte den ja eigentlich in meine... Mach schon mal schnell. In meine Flop-Tüte tun, in meine Aufgebrauch-Tüte, aber ich habe ja jetzt seit kurzem ein Wasserpinsel von Ebeline oder schon länger, wo ich das damit auftrage. Das klappt wirklich super und deswegen ist er wieder in meine Sammlung gelandet. Dann habe ich hier eine Palette mit zwei Highlighter, einmal von Art Deco und einmal von Revitaloop. Das sind ja diese bekannten Highlighter. Ich liebe sie. Dann einen sehr, sehr kräftigen Bronzer mit Goldschimmer. Also da muss man wirklich aufpassen, dass, wenn man es als Bronzer benutzt, dass man nicht zu viel reindippt, weil er ist sehr, sehr gut pigmentiert, wie ihr hier ein bisschen sehen könnt. Und ja, aber ich werde den benutzen auch als Lidschattenersatz. So. Dann meine Concealer-Palette von Catrice. Dann habe ich hier nochmal Puder. Einmal noch ein Highlighter-Puder von Catrice und einmal ein Essence Contouring-Puder von Essence Love to be Matte. So eins mit ein bisschen Gelbstich. Das nehme ich zum Konturieren oder auch mal als Lidschattenersatz. Dann habe ich hier eine Palette mit Blushes. Zeige ich euch eben kurz. Da habe ich zum einen ein Blush von Bijou. 295, das ist ein Peach-Ton. Von P2 aus der LE Catch the Glow Beach Beauty. Dann aus der LE, was ich auch als Lidschatten gezeigt habe, der, ich meine, Be Light LE oder Light LE, das ist die Farbe Peachy. Dann aus der Blush-Up-Reihe ist das die Farbe Heat Wave, ist auch so ein, ja, Ombre-Blush. Dann von Catrice die Farbe
Strawberry Frappuccino. So, dann ist leider hier ja etwas abgebrochen. Ja, das ist eigentlich die Farbe Cherry Blush gewesen. Und das ist mir leider kaputt gegangen beim Depotten. Aber ich hoffe, dass ich den noch irgendwie benutzen kann. Ansonsten werde ich mich dafür opfern, es neu zu kaufen. Ja. Aber ich hoffe mal, der ist noch okay. Muss ich halt eben vorsichtig mit sein. Und dann von Revivaloop der Touch of Glamour, ein Quartz Blush. Und dann meine beiden Essence Blusher von ja, Essence. Einmal der Baby Doll und einmal der Adorable. Oder Adorable. Und die sind auch schon so gut wie toll benutzt worden und die werde ich weiterhin benutzen. Ja, das waren meine Blushes, Highlighter und Bronzer. So, jetzt habe ich ein paar Lippenstifte und danach werde ich zum Schluss mit euch das Körbchen an sich zeigen. Und zwar habe ich hier meine Aufbewahrung, wie immer für die Lippenstifte und Lipglosse. Da gehe ich jetzt mal von unten nach oben mit euch durch. Und zwar habe ich als Lipgloss zum einen von P2, hole ich mal lieber raus, von P2 aus der Flirt Me Reihe, die Farbe Flirty Rose. Es ist kein farblicher Gloss, es ist eher ein durchsichtiges Gloss. Der gibt überhaupt keine Farbe ab. Ich benutze es als Pflegegloss oder halt als Gloss zum Drübermachen für matte Lippenstifte und ja, ist dann halt nicht so toll, dafür Geld ausgegeben zu haben, aber ich werde es benutzen. Dann von NYX ein Buttergloss in der Farbe Vanilla Cream Pie. Von Art Deco ein Lip Brilliance Gloss. Das ist ein wunderschönes Peach mit Gold. Oh, ich wollte eigentlich nicht rutschen. Ja. Dann einmal von Strawberry. Von Catrice der Strawberry Secret. Das ist der Made to Stay Smoothing Lip Polish. Auch ein schöner Koralle-Rotton. Den habe ich jetzt mal da. Und dann drei Mini-Lipglosse. Ja, die habe ich gedacht, benutze ich auch direkt mal. Und das waren meine Lipglosse. Dann einmal Lippenstifte. Moment. Einmal eben kurz sortieren. So, da habe ich zum einen Lippenstifte von Catrice, der Ultimate Shine Gel Color in der Farbe Don't Fair the Sheer. Dann habe ich von Catrice ein Ultimate Lip Glow Balm. Ist mein Notfall-Lippenstift. Da, auch schon super gut aufgebraucht. Dann habe ich von Revivaloop die Farbe Parisienne. Das ist ein Nude-Rose-Ton. Ein Nude Rosé-Ton. Der macht allerdings, finde ich, meine Lippen irgendwie von der Optik her tot. Aber ich muss ein bisschen vorsichtiger auftupfen, dann geht's. Genau.
Dann von Essence aus den bunten Verpackungen einmal All About Cupcake. Ja. Und einmal Call Life Me. Und dann habe ich einmal die 01 Call Calling in diesen schwarzen Verpackungen. Irgendwie habe ich heute Handkoordinationsstörung. Ja. Genau. Das ist ein etwas dunkleres Korallton. So. Dann geht es hier weiter. Da habe ich auch Lippenstifte. Zum einen die Farbe 090 Red Square. Ein sehr, sehr dunkles Rot. Trage ich selten, habe es aber trotzdem immer mal wieder in meinem Schminkkörbchen. Dann die 278 Rose Diamonds von der Reihe Color Sensation von Maybelline. Genau. Dann aus meiner alten Reihe, ich glaube, das war mal im Kalender oder ich hatte das aus einem Schminkpaket von Rossmann damals, weil die gibt es ja noch dort. Das hatte ich damals geschenkt bekommen, als ich mich das erste Mal so geschminkt habe. Ja, das ist dann halt so ein helles Nude. Dann Milan, auch eine alte Marke. Das hier. Ich weiß nur nicht, wo es die damals gibt. Vielleicht bei ihr Platz, Schlecker. Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich die. Und aus einem Kalender habe ich diesen Lippenstift. Das ist ein Bronzeton. Ich weiß gar nicht, ob man mit so Lippenstiften auch so bronzen kann oder als Base benutzen kann für die Augen. Das könnt ihr mir mal schreiben, weil ich glaube, der ist ein bisschen zu dunkel für meine Lippen. Ich hatte das schon mal aufgetragen, weil zum Testen und ich sah aus, als hätte ich Kakao oder Schokolade gegessen auf den Lippen. Und da weiß ich nicht, ob es von der Konsistenz her oder so oder vom Inhaltsstoff her gut ist, das zu benutzen. Jetzt habe ich eine kleine Macke reingehauen. Super. Ich sag ja, das ist. Heute ist es, glaube ich, auch so ein Pleitenpech- und Pannenvideo. Aber gut. Ihr könnt mir das ja mal bitte schreiben. Das schneide ich jetzt aber nicht raus. Auf keinen Fall. Es kann mal passieren, dass sowas auch mal eine Macke kriegt. Ne, während des Videos. So, das waren meine Lippenstifte. Und jetzt geht's zum Körbchen. So, jetzt kommen wir zu meinem Körbchen. Das ist heute der letzte Teil. Und da fangen wir jetzt einfach direkt an, ohne viel dazwischen zu reden. Ich habe zum einen nochmal eine Lidschattenpalette von Kiko. Da sind jetzt 9 Farben drin davon. Ich habe hier den Rest noch in der großen. Die habe ich sehr selten benutzt und werde sie dann auch weiterhin mal zwischendurch benutzen oder halt mit anderen Farben mixen. Ich freue mich schon, wenn ich die restlichen Lidschatten mir besorgen kann. So, dann habe ich ein Puder. Ich habe heute auch mal ein bisschen mit Puder gearbeitet. Da seht ihr auch ein Hint Pan. Ist heute dieser kleine Punkt hier auch mit entstanden aus der Prime & Fine Serie von Catrice. Von Balea das getönte Feuchtigkeitscreme. Dann ein Anspitzer von Catrice. Ein Liquid Liner von Essence. Dann die 3 Lippengrundierungssachen. Ich werde sie aber nicht nachkaufen, weil die sind sehr, sehr mühselig. Manchmal habe ich auch das Gefühl, je nach
Profil der Lippen kriseln sie so ein bisschen, meine Lippenstifte. Und ja, das sieht irgendwie nicht gut aus. Aber okay, habe ich mal gekauft, werde ich dann weiterhin leeren. Push Up Your Lip Serum, eine Lip Base, das heißt hier Prepare Your Lips Lip Base und Define Your Lip Line. Genau, das sind diese drei. Dann habe ich zwei Highlighter und Concealer Stifte von L'Oreal, das Lumi Magique, und von Essence ein Highlighter, das ist I Love One Way. Ein P2 Perfect Face Fixing Spray. Nagelwachs. Ist auch gut aufgebraucht. Dann habe ich mal nach langer Zeit mal Lip Liner hier drin. Dachte ich mal, das benutze ich jetzt endlich mal. Und auch hier steige ich auch um auf feste Lip Liner. Und da habe ich zum einen von Astor der Transparente Universal Transparent in, das ist die Reihe Soft Sensation Moisturizing Lip Liner. Dann von Revival de Loop die Automatic Eyeliner, einmal in der Farbe Chocolate, einmal in der Farbe Flieder, dann einmal in der Farbe Scarlet, in der Farbe Natural und in der Farbe Biscuit und dann eins in dem Kalender. Und die von Revival de Loop, dann zeige ich euch die Markierung. So sehen dann diese Farben dann aus. Dachte, das möchte ich jetzt mal aufbrauchen. Dann gibt es noch Kajale wieder. Ach, und dann habe ich hier noch einen Lip Liner, der hat sich hier versteckt. In der Farbe Plump. Genau. So. So, Kajale. Da habe ich einmal Manhattan in diesem Schwarz. Zwei Florma Kajale, einmal 109 und 108. 108 ist grau, 109 ist blau. Pearly Bird von Catrice aus der Automatic-Reihe. Revival de Loop in der Farbe Green Garden. Und nochmal Automatic Kajal, These Blues are made for walking von Catrice. Dann habe ich einmal Color Tattoos. Dann habe ich einmal drei Essence Color Tattoos. Stay All Days. Einmal Copyright. Jimmy Blue. Und Clammy Goes To. Genau. Da gebe ich auch nochmal eine Chance, weil ich wollte die auch in die Aufgebrauchtüte tun. Dann aus meiner Lieblingsreihe Maybelline die Color Tattoos einmal Metallic Pomegranate, Timeless Black und Turquoise Forever, genau. Und ich liebe sie. Ich wurde auch gefragt, ob man die auch als Eyeliner verwenden kann. Kann man auch sehr, sehr, sehr gut. Also die sind nicht nur um die Augenlider ein bisschen zu primen und sondern halt auch mal für andere Dinge und man kann es sehr, sehr gut. Kann man. Ja. Genau. So, dann Lidschattenstifte. Einmal aus der Stay No Matter What's Reihe. Da habe ich zum einen, das ist Wipe and White Frosting. Das ist Twinkling Turquoise. Das ist Cut Cooper und das ist George's Grey. Das sind diese Stifte. Von NYX habe ich einmal Strawberry Milk und einmal Ice Mocha. Das ist Strawberry Milk und das ist Ice Mocha.
Genau. Dann habe ich einmal von Revival Loop ein paar. Das ist Nougat Brown. Das ist Light Plump. Das ist Violett. Und das ist Mint Cream. Genau. Das sind die. Dann einmal zwei Werbeprodukte. Einmal ein Lash Booster und ein transparentes Augenbrauengel. Dann meine normale Eyeshadow Base natürlich von Alverde. Dann habe ich hier meine Mascaras und das waren auch die letzten. Da habe ich zum einen Lash Princess, Catrice Clamadol Mascara, meine Astor Long Life Mascara, Essence Multi Action Mascara in Pink, die Essence I Love Extreme Crazy Volume Mascara in Pink und mein Lacome Pröbchen, die Hypnos Doll Eyes. Ja, das war's. Ich hoffe, ich habe hier nichts vergessen. Das war wieder eine ganze Reihe von Produkten, die ich dann auf unbestimmte Zeit benutzen möchte. Ich finde auch, dass ich super gut vorankomme und ich hoffe, dass ich auch während meiner Aufhebung vom Kaufverbot es auch super hinkriegen werde. Und es macht mir einfach Spaß und wie gesagt, seit gestern ist der Kaufverbot aufgehoben. Ich werde jetzt einiges abarbeiten auf meine Liste, so gut ich kann und sobald ich auch wieder in die Stadt komme. Irgendwas ist hier aber gerade abgegangen. Da. Und ja. Gut, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich werde das Video jetzt bearbeiten und ich hoffe, dass es dann die Tage oder vielleicht heute noch im Laufe der Zeit online kommt. Und ich wünsche euch was. Wir sehen uns im neuen Video wieder. Und ja, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.